Moin, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute mit unserem ersten Talk-Format. Ich darf Mirko an meiner Seite begrüßen. Mirko, der Brettspielpate. Magst du dich ganz kurz vorstellen und dann verrate doch auch gerne das Thema, was wir heute am Start haben. Ja, mein Name ist Mirko, ich bin der Brettspielpate. Man kennt mich vielleicht so ein bisschen noch von Instagram. Da lade ich ab und zu mal ein paar Fotos hoch und berichte so ganz kurz von den Sachen, die ich so gespielt habe. Und ja, unser heutiges Thema ist, braucht man wirklich so viele Spiele in einer Brettspielsammlung, beziehungsweise braucht man so eine große Brettspielsammlung? Ja, und dann lass uns gleich direkt da rein starten und mal drüber sprechen. Braucht man wirklich eine große Brettspielsammlung? Beziehungsweise hast du eine große Brettspielsammlung? Ja, das ist tatsächlich eine gute Frage. Also ich weiß gar nicht so genau, wann ist eine Brettspielsammlung denn groß? Vielleicht sollten wir die Frage als erstes mal klären. Ab wann empfindest du, dass eine Brettspielsammlung groß ist? Du bist ja Vielspieler, das wird sich ja wahrscheinlich ja ein bisschen unterscheiden zu einer Brettspielsammlung, die vielleicht ein Gelegenheitsspieler hat, wenn der überhaupt eine Sammlung hat. Ja, also wenn ich das so vergleiche, so in meiner Familie, so mit meinem Bruder oder sowas, der hat vielleicht 3-4 Spiele zu Hause rumliegen. Im Vergleich liegen bei mir vielleicht 400 Spiele. Das ist dann schon mal wieder ein großer Gap. Ich glaube aber dadurch, dass wir beide eher Vielspieler sind, ist die Sammlung natürlich viel größer, weil wir sehen uns ja auch wöchentlich. Und es gibt ja immer wieder die neuen Kickstarter, die Messe war jetzt auch gerade, wo man auch wieder massig Spiele eingesammelt hat. Und im Vergleich zu Casual-Spielern, also wenn ich so auch meinen Bruder oder meine Freunde so ein bisschen so sehe, die ab und zu mal so casual-mäßig vorbeikommen und ein Brettspiel spielen, da hat man selber ja die große Brettspielsammlung und die haben dann eher eine kleinere beziehungsweise gar keine Brettspielsammlung. Und deswegen würde ich sagen, unter unseren sozusagen Verhältnissen, dass man sagt, okay, wir beide, die dann eher doch ein bisschen mehr spielen, dass dann so vielleicht 200 oder 300 vielleicht schon okay ist. Und unter normalen, ja, Casual-Spielern eher so vielleicht so im zweistelligen Bereich, aber im niedrigen zweistelligen Bereich. Oder wie würdest du das einschätzen? Okay, also 200 bis 300 ist natürlich schon eine Ansage. Ich muss, glaube ich, sagen, also ich glaube, ich habe keine 300 Spiele. Also tatsächlich mittlerweile, ja, alle, die ich so gekauft habe in den letzten Jahren, die einfach keine Dauerbrenner geworden sind, die verkaufe ich tatsächlich auch regelmäßig. Rezensionsexemplare werden halt irgendwie weitergegeben, verschenkt oder verlost oder was auch immer. Und tatsächlich versuche es ein bisschen zu begrenzen, auch aufgrund des Platzes. Aber also ich würde meine Sammlung schon als groß bezeichnen und ich glaube auch Gelegenheitsspieler würden das ja auch als groß bezeichnen. Aber wenn ich das so vergleiche, was so andere Vielspieler noch an Sammlungen haben, würde ich eher fast sagen, von den großen Sammlungen ist meine Sammlung eher klein. Aber ja, das ist halt immer, es liegt immer im Auge des Betrachters, ne? Ja, man muss immer schwierig schauen, zu sagen, mit wem das vergleicht letztendlich, ne? Also wenn wir das jetzt sozusagen mit den ganzen Content-Creatern vergleichen, die dann auch ganz, ganz viele Spiele in kurzer Zeit ausprobieren, testen, wo das nicht alles so schnell durchrotiert, dann sind vielleicht 1.000 oder 2.000 Spiele normal, in Anführungsstrichen. Aber auf der anderen Seite, wenn wir dann so gucken, so Freunde, die dann eher bei uns zum Spielen kommen, dann sind 200 oder 400 oder 100 Spiele halt extrem viel für die. Also ich kenne das, als ich früher noch das große Brettspielregal im Wohnzimmer hatte, wo so ein 5x5 Kallax stand, alles vollgestellt. Und wenn dann sozusagen neue Freunde sozusagen reinkamen und das gesehen haben, erstmal so, oh, was für eine riesige Sammlung und sowas, wo ich so denke, so, okay, wenn ich jetzt das sehe, das 5x5 Kallax ist nach unten ins Büro gezogen bei mir und da steht noch ein zweites 5x5 Kallax und noch ein ganz anderes, noch ein kleineres Kallax und so ein, zwei Schubladen mit Spielen voll. Das ist dann schon mal wieder, wie das denn nochmal extremer geworden ist von den Brettspielen, die denn da sind und wo dann solche Leute, die sagen, oh, ein 5x5 Kallax ist voll, sagen, das ist eine Riesensammlung, wo man sagt, okay, es ist ja doch schon ein bisschen mehr geworden, was man so hat. Aber es gibt ja auch viele geile Spiele einfach. Und man sieht es jetzt auch wieder auf der Messe. Gut, dieses Jahr habe ich mich ein bisschen, in Anführungsstrichen, zurückgehalten. Aber man guckt schon ein bisschen bedachter
auf die Spiele, die man kauft und die man in die Sammlung mit reinnimmt, weil es kommt ja immer mehr zu diesem, man möchte ja auch nur noch die Perlen in der Sammlung haben. Und wir hatten das ja auch oft, dass man sagt so, Mensch, ist das Spiel ist nur gut, reicht gut noch für die Sammlung oder muss es herausragend sein? Oder wie siehst du das? Ja, das stimmt. Man guckt tatsächlich ein bisschen eher, vor allen Dingen, also ich verkaufe halt viel schneller, muss ich sagen. Wenn ein Spiel einfach gut war, dann hat mir das sicherlich auch Spaß gemacht. Aber es wird dann wahrscheinlich den Dauerbrenner, mit dem ich das dann vergleiche oder mit dem ich dann eher rausholen würde, ja halt nicht schlagen. Und dann würde es im Regal verstauben und dann brauche ich es auch tatsächlich nicht in meiner Sammlung. Aber ja, das kommt immer so ein bisschen drauf an, auch auf den Jahrgang oder halt auch auf die Art der Spieler. Also es gibt irgendwie auch bestimmte Arten von Spielen, bei denen ich irgendwie mehrere im Regal haben kann. So, die sind alle irgendwie gleich gut, aber es gibt ja Spiele, wo ich dann sage, ja, da brauche ich eigentlich nur eine Sache von. Also es reicht mir ein extremst gutes Deduktionsspiel oder irgendwie so zu haben oder ein gutes Social Deduction Spiel und den Rest brauche ich halt eigentlich nicht, weil kommt eh nicht auf den Tisch so. Aber dann wissen wir jetzt ja ungefähr schon mal, wie groß eine große Spielesammlung ist. Also vielleicht so ab 100 Spielen oder vielleicht auch sogar ab 50 Spielen. Also je nachdem, wie viel man spielt. So, und dann ist die Frage, braucht man denn das wirklich? Weil das ist ja eigentlich das, was wir heute so ein bisschen erörtern wollen. Braucht man so eine große Spielesammlung? Also vielleicht, also es kommt wahrscheinlich drauf an, oder? Es kommt drauf an. Und man muss ja auch ein bisschen sagen, dass wenn du jetzt eine Spielesammlung von 100 Spielen hast, wie oft spielst du die denn im Jahr durch? Also das Jahr ist ja auch begrenzt. Wir haben auch nur begrenzt viel Freizeit. Also es ist ja nicht so, dass wir jeden Tag frei hätten und sagen, Mensch, wir machen heute wieder einen Brettspieltag, wo wir 4 Spiele runterrocken, sondern dass wir da eher sozusagen, aktuell machen wir es ja so, wir treffen uns einmal die Woche und dann mal am Wochenende, wo man dann so ein bisschen versucht, die ganzen Spiele zu spielen. Und 100 Spiele sind schon eine ganze Menge, die zu spielen von so einer Brettspielsammlung. Und wenn man dann sagt, okay, man hat 400 Spiele oder dann kommen jetzt gerade noch, in Essen sind gerade 1500 Neuheiten rausgekommen. Gut, dass man nicht alle 1500 Neuheiten mitnimmt und spielt, klar. Aber man möchte ja natürlich auch die ganzen Neuheiten mal, die großen Highlights, möchte man ja auch spielen und testen. Und man muss ja auch sagen, spielt man wirklich alle Spiele im Jahr mindestens 1, 2, 3 Mal? Und wie oft sollte man denn da das Spiel dann auch spielen, dass man es gespielt hat richtig? Weil ist einmal Spielen in der Sammlung okay und deswegen darf es in der Sammlung halten? Oder sollte man ein Spiel, wie du schon sagtest, ein Dauerbrenner sein und man spielt es 4, 5, 6 Mal? Ja, das ist tatsächlich eine ganz interessante Frage, weil muss eine Sammlung auch bespielt werden? Weil, also könnte man ja irgendwie erstmal annehmen, aber wenn ich zum Beispiel, sage ich mal, ich habe eine Briefmarkensammlung so, ne, dann habe ich ja auch, also die Briefmarken benutze ich ja nicht. Oder ich habe früher habe ich als Jugendlicher, als Kind Ü-Eier-Figuren gesammelt. Ich habe auch nicht mit denen gespielt. Die habe ich auch einfach nur in Setzkästen gehabt und habe mir die angeguckt so ab und zu mal. Und wenn ich jetzt, keine Ahnung, sagen wir mal, ich habe eine große Brettspielsammlung und ich stehe halt einfach auf Sammeln, dann könnte ich mir ja auch einfach die schönen Spiele ins Regal stellen und mir die schön angucken. Könnte auch irgendwie, also muss ich denn alle Spiele spielen, damit die in meiner Sammlung sind? Ich habe zum Beispiel auch einfach Spiele in meiner Sammlung, wo ich weiß, dass ich sie nicht spielen werde, bei denen ich aber irgendwie denke, oh, die sind aber sehr speziell und die habe ich einfach gerne irgendwie im Regal, entweder weil sie unfassbar fancy aussehen, weil sie ein super fancyes Thema haben, es müssen nicht mal gute Spiele sein tatsächlich. Oder weil es irgendwie so einen Nostalgiewert hat. Also zum Beispiel so ein Agricola, das habe ich halt in meiner Sammlung. Das habe ich halt damals, das hat mich so ein bisschen in dieses Hobby gebracht. Das habe ich damals hoch und runter gespielt. Aber ich würde es nicht mehr auspacken, weil es einfach 1000 bessere Spiele gibt. Und das habe ich aber trotzdem in der Sammlung. Es wird auch diese Sammlung nicht verlassen. Ich werde diesen Karton so lange kitten und so lange mit Tesa irgendwie zusammenhalten, dass der jeden einzelnen Umzug übersteht und dass der einfach überlebt bis an mein Lebensende, sag ich mal. Aber das sind ja dann auch wieder für so eine Sammlung, sind das wieder zwei Seiten. Du hast einmal die Seite des wirklich Sammeln und sozusagen die Collection, die man hat, wo man sagt, okay, die gucke ich mir an, wie du schon sagtest, oder die behält man aus Nostalgiegründen. Oder ich habe es halt auch, dass ich viele Spiele habe, die einfach out of print sind, die ich jetzt nicht so oft auf den Tisch bringe, aber out of print sind und deswegen
wenn ich sie verkaufen würde und sagen würde, so, jetzt hätte ich nochmal wieder Bock drauf, nicht mehr bekomme. Oder halt nur noch zu einem überteuerten Preis oder sowas. Und dann habe ich noch die andere Seite, wo man sagt, Spiele für besondere Anlässe. Weil ein Feed the Kraken, wo du 12 Personen oder 13 Personen, ich weiß nicht mehr, wie viel das maximal war, oder 11, weißt du das noch? Ich glaube, es sind 12 oder 13 tatsächlich. Genau, ich glaube, es sind sogar tatsächlich 13. Irgendwie so um die Dreh. Wie oft hast du mal spontan 13 Leute da? Ist ja schon eher schwieriger, weil man spielt ja doch eher in seinen klassischen Spielerunden, die 3 bis 4 Leute meistens sind oder mal zu 2 zu Hause. Und da holst du ja kein Feed the Kraken raus, weil das Spiel gar nicht funktioniert mit so wenig Leuten. Oder wenn es denn mit so wenig Leuten funktioniert, dann ist das nicht dasselbe Spielerlebnis, wie wenn es dann für die richtige Spielgruppe mit den großen Gruppen sozusagen geschaffen ist. Und deswegen, ich glaube, viele Spiele fallen auch einfach schon aus dem Grund der Nostalgie, aus dem Grund des Wiederbeschaffungswert, dass man sagt, okay, wenn ich das nochmal wieder haben würde oder es bereuen würde, komme ich schwer ran. Oder halt auch für spezielle Anlässe, sowas wie auch Partygames, ne? Wenn du dann so Casual-Spieler hast und die erstmal in dieses Hobby reinbringst, dann packst du ja keinen Lacerda raus und sagst, so, wir legen jetzt mal los mit Weather Machine. Und dann gucken die dich mit großen Glubschaugen an und sagen, oh Gott, was machen wir denn hier? sondern du holst ein Times Up oder sowas raus und sagst, komm, wir fangen erstmal was Kleines an. Ich glaube, dadurch, dass die Sammlung denn schon doch eher in verschiedene Bereiche aufgeteilt ist, ist es so, dass man nicht jedes Spiel spielt im Jahr oder halt manche Spiele weniger spielt und dafür andere öfter. Ne? Also das ist ja auch jetzt, also ja, du das kennst es ja klar. Auch. Weil man schafft es halt nicht, ne? Ja. Man schafft es ja nicht, alles zu spielen, tatsächlich. Aber könntest du dir denn eine Sammlung vorstellen, die so klein ist, dass du wirklich jedes Spiel auch immer spielen kannst? Also wäre das möglich? Mit Sicherheit wäre das möglich. Also mit Sicherheit funktioniert das. Aber ich glaube für mich eher nicht, weil ich mag es halt auch also neue doch nicht. Spiele. Ja, also prinzipiell für andere sicherlich, die sagen, Mensch, 10 Spiele reichen mir voll und ganz aus, ist okay. Aber ich mag es halt auch neue Spiele zu entdecken und auch, wenn ich Spiele richtig geil finde, sie zu behalten und dann auch so, da kommt ja ein bisschen der Sammler in mir raus, dass ich die dann doch noch ein bisschen behalte. Aber ich versuche mich zu begrenzen. Also, dass es nicht exorbitant groß wird, sondern dass man sagt, okay, eher ein bisschen moderater in Anführungsstrichen. Sagen wir es mal so. Okay. Dann, das heißt, ja, okay. Aber dann, ich würde das dann ja tatsächlich ein bisschen so zweiteilen. Oder ich weiß gar nicht, ist es dann überhaupt noch eine Sammlung, wenn man es nicht des Sammelns wegen macht? Also muss eine Sammlung eigentlich, also, ne, wenn ich eine Briefmarkensammlung habe, dann habe ich die, weil ich irgendwelche Briefmarken irgendwo reinklebe und die nie wieder angucke. Mhm. Und wenn ich Spiele irgendwie ins Regal stelle und die nicht bespiele, ist es ja eine Sammlung. Wenn ich sie aber auch bespiele und alle bespiele, ist es dann überhaupt noch eine Sammlung? Also funktioniert das überhaupt, dass ich eine Sammlung haben kann, die ich immer bespiele? Weil dann ist es ja eigentlich keine Sammlung mehr. Also was definiert eigentlich diese Sammlung? Das wäre auch mal ganz interessant zu wissen. Aber sagen wir mal, es gäbe diese Sammlung mit den 10 Spielen oder sagen wir mal, ne, begrenzte Anzahl von Spielen. Da wäre es ja eigentlich mal ganz spannend zu wissen, welche Spiele da eigentlich quasi reinfallen könnten. Und ich habe mich natürlich in diesem Fall top vorbereitet und ich weiß, dass du dich in diesem Fall nicht top vorbereitet hast. Doch, aber das ist okay, du bist ja sehr spontan und hast ja auch so ein paar Spiele in deiner Sammlung, da kannst du bestimmt ein bisschen was spontan einwerfen. Also ich habe mich top vorbereitet und habe einfach mal, es sind jetzt 11 Spiele geworden im Grunde genommen, bei denen ich sage, die würden, also die habe ich selber alle in meiner Sammlung und die würden auch, wenn ich meine Sammlung jetzt wirklich krass eingrenzen würde, dann wären das sozusagen die Spiele, die als letztes rausfliegen, aus den unterschiedlichsten Gründen. Okay. Sozusagen, wenn das Haus abbrennt, die 10 Spiele oder 11 Spiele, die du rettest und rausrennst. Genau, also theoretisch muss ich die im Regal alle nebeneinander haben, damit ich die möglichst schnell packen kann, wenn ich rausrenne. Ja. So, aber das ist leider nicht der Fall, weil ich das nach Genre gesortiert habe, so ein bisschen, und die stehen alle woanders. Das ist ein bisschen das Problem. Aber, das ist auch gut sortiert. Okay. Das ist ein Thema für ein anderes Video. Wie sortiert ihr eure Brettspielsammlung?
Ja, genau. Ja, da kann man auch Bücher mitfüllen. Ich glaube auch. Aber also ich fange mal an. Also vielleicht haben wir so ein paar Übereinstimmungen. Also ich fange mal an. Das erste Spiel, was mal abgesehen von Agricola, was ich ja eben schon genannt hatte, das fällt mal raus, weil das eher so ein Nostalgie-Ding ist. Das würde ich tatsächlich, glaube ich, wenn das Haus abbrennt, auch nicht retten, weil so wichtig ist es auch nicht. Aber das sind alles Spiele, wo ich sage, die könnte man auch alle spielen. Also das sind keine Spiele, die nur der Sammlung wegen in der Sammlung sind oder des Sammelns wegen in der Sammlung. So, dann ist das erste Spiel, bei dem ich sage, das ist ein sehr guter Vertreter, den man in der Sammlung haben kann, aufgrund des Rondellmechanismus und aufgrund der Komplexität, weil es ein sehr komplexes Spiel ist und aufgrund des Abwechslungsreichtums ist Great Western Trail. Ja, okay. Würdest du damit Das, gehen? Oder hast du da noch zu einen 100%. separaten Vertreter? Nee, Auch also 100, okay. Great Western Das ist schon mal Trail zu gut. 100%. Nur ist die Frage, welches Great Western Trail rettest du? Rettest du das Klassische? Rettest du Argentinien oder rettest du Neuseeland? Da ich Argentinien verkauft habe, glaube ich, es ist noch auf meinem Verkaufsstapel, rette ich Neuseeland. Verständlich, verständlich. Ja. Neuseeland würde ich retten. Und das würde ich auch sagen, das ist ein Spiel, das passt gut in so eine kleine, aber feine Spielesammlung. Weil es einfach, ja, sehr viel abdeckt auch schon mal. Und auch durch den Und dann. Rondellmechanismus ein sehr spezieller Mechanismus ist, der auf jeden Fall in eine Sammlung gehört, meiner Meinung nach. Also wenn du dann so unterschiedliche Genau, Mechanismen ja. hast, dass du auch Abwechslung hast und sowas, Rondellmechanismus ist ja schon eher was Besonderes im Vergleich zu einem klassischen Worker Placement oder sowas. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Was hast du noch? Was hättest du spontan noch, was sozusagen in so eine Spontan würde kleine ich Sammlung sagen, gehören würde? was man auf jeden Fall in der Sammlung haben sollte, wenn man abends gemütlich zu zweit sitzt, dass man dann sagt, okay, man holt eine Runde Seven Wonders Duel raus oder jetzt die Ah, okay, neueste ja. Version Seven Wonders Duel Kampf um Mittelerde oder Schlacht um Mittelerde, so wie Ja. es heißt. Ist dann kein Seven Wonders mehr, aber ja. Ja, Genau. genau. Aber das ist halt letztendlich, ich finde, das ist so ein schönes, smoothes Spiel, wo du wirklich ganz entspannt das runterspielen kannst, die Regeln schnell sozusagen erlernen kannst und trotzdem ganz, ganz viel Taktik dahinter ist durch die unterschiedlichen Karten, die du dann aufdecken, also wenn du sie aufdeckst, die du dann nehmen kannst, wo du dann sagst, ah, nehme ich jetzt die Karte eher nicht, weil ich weiß, wenn ich die zwei da aufdecke oder die für den anderen freischalte, hat der wieder einen Vorteil. Also ich finde, das ist ein eins der besten, wenn nicht sogar das beste Duellspiel, was rein wirklich als Duellspiel geplant ist. Also es gibt ja manche andere Spiele, die auch 1 bis 4 Spieler haben oder 2 bis 4 Spieler haben, wo man sagt, okay, man kann es auch im Team spielen, aber man spielt es eigentlich als Duellspiel. Aber ich muss sagen, MaTTCG ist ausgenommen, ne? Also, ja, MaTTCG ist MaTTCG ist jetzt ausgenommen. nochmal so eine Sondergeschichte. Ja, die Magic-Sammlung werde ich Ja, auch das finde retten. ich. Ja, genau. Ist ja auch nicht so, nimmt nicht so viel Platz weg, das ist das Gute. Tatsächlich, Seven Wonders Duel hatte ich auch überlegt, stand ich auch vor und ich habe mich dann doch auch in diesem Bereich für Aqualine entschieden, Okay. weil ich einfach mit Aqualine tatsächlich noch ein bisschen mehr ja, verbinde, weil ich es einfach öfter gespielt habe, glaube ich, weil ich es einfach öfter mit in Urlaub genommen habe. Aber ich dachte auch so, auf jeden Fall, es muss so ein Zweispielerspiel dabei sein, was einen ein bisschen fordert, wo man einfach immer mit der gleichen Person auch immer wieder cool spielen kann. Und da fällt ja quasi Seven Wonders Duel auch rein. Ich habe jetzt mich für die quasi ein bisschen familienmäßigere Variante entschieden mit Aqualine. Ja, aber ja, gehe ich voll mit. Also Seven Wonders Duel wäre auch ja, würde ich auch quasi mit drin sehen. Dann habe ich noch einen Vertreter. Da war ich mir nicht so ganz sicher, welches, deswegen habe ich einfach nur aufgeschrieben, ein Teespiel. Ein Ich glaube, man muss Teespiel. einfach eins von diesen Teespielen in der Reihe haben, weil die einfach so prägend sind aus den letzten Spielejahren. Es wurde jedes Jahr immer über ein Teespiel berichtet und da sind sehr viele gute Teespiele rausgekommen. Ja. So, ne, Teotihuacan, Tawantinsuyo, Zolkin, wie heißen die anderen noch? Tekeno. Und so weiter und so fort. Tekkenu, genau. Und ja, davon, glaube ich, muss man auch eins in der Sammlung haben. Es gehört irgendwie dazu, habe ich das Gefühl. Da würde ich auch mitgehen. Und ich glaube, bei mir wäre das Teespiel Tekeno.
was ich mitnehmen würde, weil das fand ich persönlich. Ja, Teotihuacan ist auch super gut und ich mag es auch sehr, aber ich glaube, Tekino ist nochmal so, ja, irgendwie, keine Ahnung, irgendwie habe ich da nochmal einen besseren Vibe, dass ich sage, das finde ich noch ein kleines bisschen besser als hier Teotihuacan zum Beispiel oder Zeukin. Was ich noch sagen würde jetzt als nächstes Spiel von meiner Liste, wenn wir jetzt auch Tekino mit reinnehmen, ich würde jetzt noch, weil es mir extrem viel Spaß macht, in unterschiedlichen Konstellationen, also sei es zu zweit oder sei es auch in größeren Gruppen mit bis zu 8 Leuten, Challengers. Also ich finde Challengers echt extrem gut, auch durch diesen Auto-Battler-Mechanismus. Vielleicht auch ein bisschen dadurch, dass ich sehr gerne so Trading Card Games, sowas wie Magic und damals Yu-Gi-Oh! Gespielt habe. Dieses, man baut sich sein Deck da zusammen, kämpft dann gegeneinander und spielt dann Turniere oder halt nur im One-on-One zu zweit. Deswegen finde ich, das ist ein sehr, sehr schönes Spiel. Und ich bin gerade am überlegen, ob ich Challengers 1 oder 2 mitnehme. Ich finde, Challengers 2 hat schon ein, zwei nette neue Aspekte. Ich glaube, ich würde es in eine Box packen und schnell mitnehmen. Ja, okay. Ja, das ist okay. Hätte ich tatsächlich überhaupt nicht auf dem Zettel gehabt, Challengers. Aber ich habe es auch tatsächlich nicht in meiner Sammlung. Weder den ersten noch den zweiten Teil. Ich habe die immer nur mitgespielt. Aber das ist dann ja auch tatsächlich so ein bisschen Spiel für größere Gruppen. Auch klar, du kannst es auch zu zweit spielen, aber ich habe so die Erfahrung gemacht, mir hat es, glaube ich, ja eher Spaß gemacht mit mehr Leuten, wo man dann so einen richtigen Turnierbaum hatte quasi. Und wenn wir dann bei den Spielen für viele Leute sind, ja, ich habe tatsächlich Feed the Kraken aufgeschrieben. Also, was du vorhin schon erwähnt hattest, so ein Eventspiel, das gehört für mich dazu. Also, im Grunde genommen kannst du auch andere Vertreter von dieser Social Deduction Reihe nehmen, aber es gehört ein so ein Social Deduction Spiel dazu, ob es nun Abgrundtief ist oder Feed the Kraken oder Blood on the Clock Tower, was jetzt irgendwie gerade alle abfeiern, was ich tatsächlich nicht so toll finde. Ja, Feed the Kraken ist irgendwie bei mir so auch so, da muss ein so ein Social Deduction Game muss halt irgendwie in der Sammlung sein. Also wie gesagt, Blood on the Clock Tower habe ich noch nicht gespielt, kann ich noch nichts zu sagen. Aber Feed the Kraken gehe ich voll und ganz mit. Ist ein super Spiel, auch im Social Deduction Bereich. Bei Social Deduction hätte ich auch noch ein Spiel, was ich auf jeden Fall mitnehme. Einfach die Geschichten, die ich damit erlebt habe. Man kann es nicht so mit so vielen Leuten spielen wie bei Feed the Kraken. Aber ich finde Nemesis, die Geschichten, die ich heute noch erzählen kann, wie ich an einer Rettungskapsel abgehauen bin und zum Beispiel meine Freundin in eine sozusagen in einen Raum mit einem Alien sozusagen stehen lassen habe und schnell abgehauen bin und sie mich böse angeguckt hat und wir alle am Tisch gelacht haben. Das sind so Momente, wo man dann sagt, oder man zieht aus dem Beutel, wir starten das Spiel ganz entspannt und sagen, ach ja, das wird ein ruhiges Spiel, wir gucken, dass wir das gut hinkriegen, wir machen das sehr, sehr, dass wir darauf achten, keinen Lärm zu machen. Erste Begegnung, man zieht aus dem Beutel und dann die Queen kommt einfach raus und alle schreien rum und sagen, oh nein, bloß hier aus dem Raum weg, ganz schnell abhauen. Und dieses so, du hast doch sicherlich nicht die Navigation geändert. Oder, und man nur mit so einem hämischen Lächeln angelacht wird, nein, wieso sollte ich? Das, all diese Dinge, die da passiert sind, also jede Nemesis-Geschichte wirklich ein Traum. Und deswegen würde ich Nemesis mitnehmen. Und ja, das wäre dann so eins der Spiele, die ich auf jeden Fall in eine gute Sammlung mit reinpacken würde, unter den Social Deduction-Vertretern. Ja, okay. Ja, würdest du es tatsächlich als Social Deduction-Spiel bezeichnen? Ich hätte jetzt, das hatte ich tatsächlich gar nicht auf dem Zettel, als ich an so Social Deduction Spiele gedacht habe und mal geguckt habe, was ich so habe. Allerdings muss ich auch gestehen, ich habe tatsächlich nur unten bei mir geguckt und hier oben habe ich noch so ein paar größere Vertreter stehen und da steht es auch tatsächlich im Regal, sehe ich gerade. Naja, okay, ja, kann man weitestgehend, will man ja irgendwie schon wissen, wer welche Rolle spielt oder wer quasi einem spielt oder wer gegen einem spielt. Aber es sind natürlich nicht so diese klassischen Rollen, die man da erraten muss. Es ist nicht dieses klassische, wo du sagst, oh, der ist der Böse und der ist der Gute, sondern es ist ja mehr so ein bisschen abhängig von deinen Zielen, ob du gut oder böse bist. Ja. Also es ist kratzt so ein bisschen an diesem Social-Deduktions-Genre, würde ich sagen. Ja, es kratzt da. Ja, aber es ist cool, auf jeden Fall. Ja,
Ich bin mir nicht sicher, ob ich es selber mitnehmen würde, so in meine, in so eine Must-Have-Sammlung. Aber ich kann es schon verstehen. So dieses mit den Geschichten, da stimme ich dir voll zu. Da haben wir auch so ein paar Sachen erlebt. Das ist einfach cool, muss man einfach sagen. Dann ein weiterer Vertreter. Und da war ich mir auch nicht ganz sicher. Ich wollte noch einen Worker-Placer mit reinnehmen. Und war dann so, nehme ich einen klassischen, so ein Vanilla-Worker-Placer wie Fest für Odin, der einfach noch einen ganz coolen Ein Puzzle-Mechanismus und so weiter klassischer mit drin hat. Rosenberg, ne? Genau, so ein klassischer Rosenberg, weil ich ja Agricola, dann mich dann doch irgendwie, habe ich ja dort auch verbrennen lassen quasi. Oder nehme ich Wasserkraft. Weil Wasserkraft wäre dann die Oh etwas ja. kompetitivere Variante von diesem Worker Placement. Also, ne, bei Wasserkraft haben wir uns halt ständig irgendwie das Wasser abgegraben und war Fest für Odin. Ja, da puzzelt halt jeder so ein bisschen für sich hin. Es sind aber beides extremst coole Worker Placement-Spiele, die einfach bei dem Worker Placement-Mechanismus selbst schon relativ Standard sind, sag ich mal. Aber das Spiel dahinter ist halt ein bisschen anders, sag ich mal. Ja, die beiden, da würde ich mich nicht entscheiden können tatsächlich. Das ist schwierig. Ja, also ich würde auf jeden Fall Barrage nehmen oder Wasserkraft zu Das Deutsch. habe ich mir Das gedacht. du kennst mich ja, du kennst mich. Ich liebe halt diesen Moment in Wasserkraft, wenn du dann da so sitzt und denkst so, oh, bitte geh da nicht hin, bitte geh da nicht hin, bitte geh da nicht hin. Und wirklich so diese Stille am Tisch ist, wo du wirklich ganz genau guckst, wer welchen Zug macht und dass bloß nicht irgendwas besetzt wird, was du gerade in diesem Moment brauchst und wo du wirklich jedem das Ja. Wasser abgibst. Also es ist toll, toll gemacht. Hättest du es jetzt nicht genannt, hätte ich es auf jeden Fall mit auf die Liste genommen. Und Also mega nein, Übereinstimmung auf jeden Fall. auf jeden Fall eine Übereinstimmung. Ich würde noch als eher leichteren Worker-Placement-Mechanismus und ja, Karten nutzbar, Action-Karten benutzbar, keine Ahnung, Mechanismus hier Anak mitnehmen. Weil ich Ah, finde, okay. das ist ein schönes Spiel, um auch so Nichtspieler halt ins Spielegenre mit reinzubringen. Ist schön einfach erklärt, man erlebt trotzdem viel was. Das Thema ist immer so ganz cool, so dieses Indiana Jones Vibe, Abenteuer erleben und da letztendlich zu versuchen, mit seinen Workern das Bestmögliche rauszuholen, zu optimieren. Deswegen, das funktioniert mit wenig Spielern, das funktioniert aber auch mit viel Spielern, weil man genug in diesem Spiel entdecken kann. Deswegen würde ich Anak auf jeden Fall mit auf die Liste packen. Ja, es ist auch ein wieder Worker Placer, ne? So ein bisschen zumindest. Ein Teil davon ist auch Worker Placement. Ja. Ich wollte halt nicht so viele Worker Placement-Spiele mit reinnehmen, weil davon gibt es wirklich so viele gute, muss man einfach sagen. Aber ja, ist auf jeden Fall auch. Also kann ich auf jeden Fall voll nachvollziehen, wenn jemand sagt, oder wenn du sagst, das muss in die Sammlung. In so eine kleine auch vor allen Dingen. Definitiv. Dann habe ich natürlich noch ein Deduktionsspiel. Ist klar, ne? Das würdest du wahrscheinlich nicht in deine Sammlung mit aufnehmen. Aber du Was, kannst was, dreimal was, was? raten, welches Deduktion? Deduktionsspiel. Hä? Ich höre nichts. Deduktion ist. Also, das braucht man doch nicht in einer Sammlung. Welches Deduktionsspiel habe ich wohl aufgenommen? Meiner Sammlung, meiner festen. Wahrscheinlich Cryptid? Richtig. Ha, sehr gut. 100 Tolles Spiel. Punkte. Da brauchen wir auch gar nicht drüber zu diskutieren. Das kommt in jede Sammlung. Das ist das beste Spiel auf Erden. Das wäre auch das Das erste würde ich Spiel, was nicht ich kaufen würde für unterschreiben. die Sammlung. Wenn ich nur ein Spiel in meiner Sammlung haben dürfte, dann wäre es Cryptid halt. Das Echt? ist halt einfach so. Da habe Ja, ich einen ganz anderen definitiv. Titel. Also es gibt. Ja, ich weiß. Brass. Weißt, genau. Ja, Brass hast Zu du. Ja. 100%. Das In habe ich der mir nur gedacht. Birmingham-Variante. Ja. In der Birmingham-Variante. Okay. Ja, der wäre auch Ist ja auch die auf der bessere, würde Liste ich mit sagen. drauf. Ja. Ja, finde ich gut. Hätte ich, glaube ich, auch noch fast, wäre fast mit draufgekommen auf meine Liste. Aber ich wusste, dass du es nennst, deswegen habe ich es jetzt nicht mit aufgeschrieben. Wir treffen uns dann mit unseren 10 Spielen und dann haben wir ja schon 20 Spiele Genau. als Liste. Ja. Und dann fallen uns nochmal 10 Spiele ein, die auch noch mit in die Sammlung müssen. Und plötzlich sind wir irgendwann doch bei unseren 100 Spielen. Naja. Geht ganz schnell. Hast du noch ein Party-Game, kleines Game, was noch in die Sammlung gehört? Ein Party-Game, ein kleines Game. Ja, habe ich. Was ich vorhin schon sagte, Time's Up, oder Sag's mir zu Deutsch, glaube ich. Sag's mir, ne? Ja, genau.
Und weil ich Harry Potter Fan bin und viele in meinem Umkreis hier auch Harry Potter Fan sind, die Harry Potter Variante. Aber ich spiele auch alle anderen Varianten mit, Okay. weil ich finde das Spiel einfach, dass du da diese Anekdoten beziehungsweise die Insider während des Spiels erschaffst, einfach mega geil, kannst auf jeder Party mitbringen. Ist easy erklärt, so ein bisschen wie Tabu und Charade in Kombination. Ja. Mega geil. Mega geil und deswegen würde ich das als Partygame auf jeden Fall mitnehmen. Ja, stimme ich dir voll zu. Wenn ich mich in, ich konnte mich, also ich habe nur ein Partygame drauf gemacht und ich habe diesmal Hitster genommen, tatsächlich. Oh Aber Time's Up ja. wäre auch für mich voll in Ordnung. Also ich hätte, ja, Hitster oder Time's Up. Ich würde allerdings die drei Fragezeichen-Variante natürlich nehmen. Die gibt es zwar nicht, Natürlich. offiziell, aber ich habe mir eine selber gebaut und die verschenkt. Also insofern, die würde ich nehmen, die würde ich mir wieder zurückholen oder noch mir nochmal ausdrucken. Aber ansonsten Filmvariante wäre bei mir, glaube ich, ganz weit vorne, weil Harry Potter bin ich halt raus. Ja. Aber ja, definitiv cooles Game. Kann ich dir nur zustimmen. So, dann habe ich noch ein Spiel, das fällt so in die Kategorie, was du vorhin schon gesagt hattest, mit diesem, das gibt's halt nicht mehr. Das ist ein. Da gibt es kein Reprint, das kriegt man super schlecht, das ist super teuer, wenn man das kaufen will. Und zusätzlich muss ich sagen, bei diesem Spiel ist es auch noch gut. Und es ist mit Würfeln. Okay. Wir würfeln selber, dann suchen wir uns unsere Würfel quasi aus, wie wir die drehen wollen. Dann müssen wir dann noch Kosten dafür bezahlen, je nachdem, wie hoch wir die ganzen drehen. Stimmt, wir würfeln gar Oh, nicht, sondern wir suchen uns das aus, wie ich die weiß, was du Würfel, meinst. wie hoch die Würfel sind. Ja, und? Crystal Palace. Richtig. Crystal Palace ist ein unglaublich gutes Spiel, muss ich sagen, was unglaublich viel zu wenig Beachtung gefunden hat, als es damals rauskam. Ich glaube, ich glaube, es wäre auch besser verfügbar, wenn es von Anfang an besser angenommen worden wäre. Dann hätten sie bestimmt noch mehr nachgedruckt und so, aber sie haben es halt nie mehr nachgedruckt, keine Ahnung warum. Ja, das gehört für mich in meine Sammlung. Also, das wird auch das eine der letzten Spiele sein, die hier rausfliegen, falls ich mal irgendwann das auflösen muss, sag ich mal. Definitiv. Ja, also wirklich ein grandioses Spiel, kann ich dir nur zustimmen. Ist wirklich toll. Ich weiß gar nicht, warum das so wenig Aufmerksamkeit bekommen hat. Vielleicht sah es einfach als man das damals auf der Messe gesehen hat, hat man ja auch erstmal so rübergeguckt und dachte so, oh ja, da sind 8000 Tableaus, die irgendwie zusammengelegt wurden und dann gehst du da Ja, irgendwie Dinger ja. durch. Vielleicht sieht es nicht so schön aus in einem großen Tableau mit vielen bunten Farben und sonst was, sondern dadurch, dass es halt so viele kleine zusammengepackte Sachen sind. Vielleicht liegt es da dran. Keine Ahnung. Kann man ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr noch Crystal Palace kennt oder ob ihr es in der Sammlung habt. Ich würde mal weitermachen mit was Kleinem, also einem kleinen Absacker, weil sowas braucht man ja auch sozusagen in der Sammlung. Und ein Spiel, was bei uns ganz, ganz, ganz viel gespielt wurde und immer noch wieder aus sozusagen der Schublade rausgeholt wird, ist Sushi Go, weil es ein kleines, entspanntes Drafting-Game ist. Sieht super süß aus mit den ganzen Sushi-Sachen. Da gibt es jetzt auch schon eine Neuauflage, die noch ein bisschen schöner aussieht. Wir haben noch die alte Variante. Es kommt immer wieder auf den Tisch, weil das einfach erklärt ist. Ein einfaches Draft-Spiel. Du spielst ein bisschen Sushi aus. Da kriegst du auch viele mit, weil Sushi mögen halt ganz, ganz viele Leute auch. Und dann sagst du so, komm, wir spielen Sushi Go. Du darfst dir da ein bisschen Nigiri auslegen, ein bisschen Wasabi hinpacken. Nutzt ab und zu mal die Stäbchen, um zwei Sachen zu nehmen und dann hast du die Leute eigentlich mit. Ja, das ist Hast du einen witzig. Ich Absacker? habe es tatsächlich nie gespielt. Ich habe, ja, Sushi Go würde ich gerne mal spielen. Das musst du irgendwann mal mitbringen, weil ich Bring ich das auf jeden tatsächlich Fall noch nie mit. gespielt. Aber das erinnert mich an so eine kleine Anekdote oder kleine Einschub. Wir waren auf der Messe mit einer Freundin und sie war dann völlig entsetzt, weil sie festgestellt hat, dass Spiele mit Essen total gut ankommen bei ihr, dass sie eigentlich voll fixiert ist auf Spiele, die mit Essen zu tun haben. Ich weiß nicht, vielleicht ist das so ein Ding, also dass so Spiele auch besser wirken oder einfach ankommen, wenn die was mit Essen zu tun haben. Also weiß nicht, ich kann von mir nicht behaupten, dass ich Spiele mit Essen besonders gerne mag, aber ja, das fand ich irgendwie witzig, diese Aussage. Tatsächlich einen Absacker habe ich nicht mehr so richtig. Also ich habe
ich habe so Clever noch als kleineres Spiel mit draufgenommen, weil es sehr viel vereint. Es ist irgendwie ein Absacker, es ist kooperativ, es ist irgendwie ein bisschen mit Wortspiel. Das hat so, es hat irgendwie so ganz viele Sachen, die ich irgendwie gut finde oder wo ich sage, das gehört irgendwie auch in so eine Spielesammlung. Wortspiele, kooperative Spiele, ne, was ich gerade alles genannt hatte. Und da finde ich so Clever einfach einen ziemlich guten Vertreter. Ich hätte alternativ könnte ich noch Krakel-Orakel mit draufsetzen, weil ich das tatsächlich ein bisschen einfacher finde als so Clever. Da musst du halt nicht Begriffe aufschreiben auf dein Kleeblatt, sondern du musst Begriffe malen anhand so Punktelinien. Das ist auch ziemlich cool, muss man sagen. Das ist dieses Jahr auch noch rausgekommen. Ja, so eins von diesen Spielen, die dann so ein bisschen ja, diese ganzen kooperativen und Wortspielsachen auch noch mit vereinen. Hätte ich noch mit drauf. Genau. Ja, so und, dann habe ich noch. Genau, als Wortspiel. Genau. Ja. Und dann hatte ich noch eins von denen auch eher Familienspielen, weil ich habe auch. Man braucht auf jeden Fall so ein Familienspiel. So was, keine Ahnung, was man auch mit den Kindern spielen kann, vielleicht. Oder auch wieder auch mit Nichtspielern, was aber einfach kein Partyspiel ist, aber irgendwie doch schon auch lustig ist. Und da habe ich dann tatsächlich noch Quacksalber mit drauf. Quacksalber von Quellenburg. Das ist bei uns auch ein Dauerbrenner. Also Silvester wird das 1000 Mal gespielt mit mehreren Schachteln nebeneinander, weil wir das dann irgendwie zu 8 spielen. Und ja, das gehört irgendwie. Ich finde, das ist zwar so ein Thalia-Spiel oder so ein Spiel, das kriege ich auch im Supermarkt gefühlt, weil es halt überall verfügbar ist. Und es ne, muss ja nichts Schlechtes sein, aber das gehört irgendwie trotzdem auch in eine Brettspielersammlung, finde ich. In so eine auch Vielspielersammlung, muss ich sagen. Ja, also ich hast du das gespielt? Ich habe es gespielt und ich bin kein großer Fan davon. Okay. Ich mag da eher die Variante Wonderland's War, die fand ich besser. Ah, okay. Aber ich muss sagen, die fand ich viel schlechter, muss ich sagen. Okay, aber ich muss auch sagen, selbst Wonderland's War, was ich besser fand als Quacksalber, ist auch nicht mehr in der Sammlung drin. Also das ist auch sozusagen weg. Und ja, deswegen, du hast schon recht, dass man da so leichtere Spiele ja auch so Richtung Familienrichtung in der Sammlung haben sollte. Ich glaube, meins war schon mit Anak ganz gut genannt, dass man das. Boah, das ist aber kein Familienspiel. Ja, also das ist doch kein nicht Familienspiel. Das ist ja auf jeden Fall ein Kennerspiel. Ja, das stimmt. Aber ich finde, das ist. Also, das kann ich jetzt nicht mit meiner Nichte oder so spielen. Wenn ich mit meiner Nichte irgendwie, keine Ahnung, die geht in die 5., 6. Klasse, da kann ich kein Anak spielen. Das stimmt. Aber ich meine das so als seichteres Spiel von der Sammlung, was man mitnehmen würde. Bei mir jetzt beispielsweise. Dass ich sage, das ist mein seichtes in Anführungsstrichen Spiel. Bei dir darf man nur mitspielen, wenn man mindestens Kennerspiele spielen kann. Wenn man mindestens Anna kann, dann darfst du mit mir spielen. Nein. Aber um jetzt noch mal eins on top zu packen, zu sagen, man braucht ja auch noch mal ein richtiges Expertenspiel. Ja, so ein richtig schönes Expertenspiel. Ja, ja. Aber findest du nicht, dass Great Western Trail schon ein Expertenspiel ist? Das, na klar. Aber ich hatte ja Great Western Trail noch nicht so richtig auf der Liste. Das hast du ja schon gesagt. Stimmt, okay, ja. Na, also deswegen, ja, okay. Das können wir ja bei dir spielen dann, wenn du die 10 Spiele gerettet hast. und wenn man an Expertenspiele denkt, dann denkt man an einen Namen. Und du weißt sicherlich, welchen Namen. Ja. Vital, der gute Vital. Genau. Einen schönen Lacerda sollte man immer im Regal haben. Ich gucke hier auch gerade mal einmal schräg rüber. Und ich glaube, aktuell. Ich weiß nicht, da würde ich wahrscheinlich so ein bisschen so Hate bekommen, aber ich würde sagen, Weather Machine ist meine Nummer 1 geworden. Viele sind ja nicht so Weather Machine-Freund oder sozusagen finden das jetzt nicht das Top Lacerda, hatte ich das Gefühl. Ich weiß nicht, wie du das empfunden hast, aber ich glaube, Weather Machine wäre mein Lacerda, den ich retten würde. Okay, krass, ja. Interessant. Oder in die Sammlung aufnehmen würde, also nicht retten würde, also in die Sammlung aufnehmen würde. Ja. Ich stand vorhin auch vor meinen Lacerda-Spielen. Ich habe die auch alle so nebeneinander und dachte auch so, ja, so ein Lacerda-Spiel. Also bevor ich in den Raum reingegangen ist,
bin, da dachte ich schon, ja, so ein Lazerda-Spiel, das muss auf jeden Fall mit in die Sammlung, ne? Das ist safe. Mhm. So. Und dann stand ich davor und dann habe ich so geguckt, okay, was habe ich hier? Okay, ich habe On Mars, ich habe Kanban e.V., ich habe Weather Machine, ich habe Inventions. So, die ganzen, die etwas älteren, die habe ich alle nicht in meiner Sammlung. Musst du unbedingt noch haben. Aber trotzdem, ja, war es war dann doch kein Spiel dabei, wo ich gesagt habe, also wenn ich jetzt irgendwie mir, wenn ich das jetzt irgendwie verkleinern müsste hier, würde ich sie, glaube ich, gar nicht so vermissen. Weiß ich nicht, ob es daran liegt, dass wir die zu selten spielen. Also tatsächlich, okay, oh, jetzt bin ich übrigens überrascht. Komme ich gleich nochmal zu. Ich würde sie gar nicht so vermissen, ob ich sie, vielleicht liegt das daran, dass ich sie zu selten spiele. Vielleicht liegt das daran, dass ich sie vielleicht auch nicht gut genug kann oder dass sie mir zu kompliziert sind oder ich weiß auch nicht so genau. Weil, also wenn ich einen Lazerda retten müsste, dann wäre es, glaube ich, On Mars. Oder Inventions, ja, okay. Die beiden fand ich schon ziemlich cool. Aber jetzt bin ich tatsächlich ziemlich enttäuscht, dass du Lazerda genommen hast und nicht das gute Coffee Traders. Oh, ja, oh, das ja. Schande auf mein ja. Haupt. Das also, ich, was müssen wir unbedingt mal wieder spielen. Also ich würde, glaube ich, tatsächlich Coffee Traders vor den Lazerda-Spielen retten oder halt in die Sammlung aufnehmen. Ich finde, es hat, ist runder insgesamt. Es hat mehr zu bieten. Also es ist zwar nicht so thematisch wie die ganzen Lazerda-Dinger, aber ich irgendwie habe ich irgendwie ein, weiß ich auch nicht. Ist irgendwie eher. Ja, unterschreibe ich sofort. Coffee Traders habe ich gar nicht dran gedacht, habe ich nicht in meiner Spontanität im Kopf gehabt. Und ich muss sagen, das Spiel, was Piggybaggen als Aktion für mich erfunden hat oder sozusagen, ja, salonfähig gemacht hat. Ich finde, da ja. funktioniert Piggybaggen ganz, ganz toll und da bringt es auch richtig was. Und ich habe das Gefühl, danach, nach diesen Coffee Traders, kamen dann so öfters Spiele raus, die denn, wo du dann diese Aktion machen konntest, wo du dann sozusagen mit aufspringen kannst und selber auch noch was tun kannst. Da ist es ja. mir ganz besonders aufgefallen. Ja, das stimmt. Für mich ist auch bei mir auch so. Es gab es bestimmt schon vorher den Mechanismus, ne, muss man sagen. Aber irgendwie so seitdem ist das mir auch eher ein Begriff. Also als ich auch das erst irgendwie die Regeln gelesen habe damals, dann war so, ja, Piggybacking. Was ist das denn? Ist ja ein komischer Begriff. Und dann seitdem ist das aber für mich irgendwie ein normaler Begriff, seit ich das dann durch Coffee Traders kennengelernt habe. Ja, das muss auf jeden Fall. Ja, das muss. Ich ist für mich halt kein. Also wenn ich jetzt jemandem sage, oh, du brauchst jetzt die 10 Spiele, dann wäre halt kein Coffee Traders und auch kein Lazerda dabei, weil ich halt sage, okay, komm erstmal rein ins Hobby, du brauchst jetzt hier nicht von 0 auf 1000 gehen. Vielleicht sind die mir sogar ein bisschen zu expertig, sag ich mal, für so eine kleine Sammlung, aber ja. irgendwann kommen die sicherlich mit rein. Also da, und da ist Coffee Traders bei mir ganz weit vorne tatsächlich. So, und dann habe ich noch ein letztes Spiel auf der Liste, was wir noch nicht genannt haben, und das geht so in die Richtung Roll and Ride, Flip and Ride. Ich finde diesen Mechanismus, den finde ich sehr schön. Und da gibt es auch sehr viele unterschiedliche Vertreter. Und ich finde, so eine Spielesammlung braucht so ein richtig gutes Roll, Flip and Ride. So. Und das aber finde ich super schwierig, weil es gerade so viele Vertreter gibt. Da kannst du, ne, wenn du irgendwie dieses Standardding ganz schön clever, klar, das kannst du irgendwie in jeder Sammlung haben, aber das kannst du auch auf einer App haben, dann brauchst du es nicht in deiner Regalsammlung haben. Dann gibt es so Railroad Inc., die ganzen To-the-Moon-Dinger, Welcome-Tour-Dinger. Und ich habe mich aber tatsächlich jetzt für ein sehr komplexes entschieden oder fast schon auch das komplexeste oder, ja, es ist nicht komplex, aber es ist schon vom Niveau her, das würde ich sagen, es ist schon für Kenner. Deswegen habe ich mich für Hadrians Wall entschieden tatsächlich. Ja, bei dem Genre. Ich finde, das ist ein Spiel, das kann ich jedem empfehlen, das gehört in so eine Sammlung, muss ich sagen. Ist auch ein ziemlich cooles Spiel. Also wie gesagt, ich bei Roll and Ride hätte ich aus Nostalgiegründen ganz schön clever genommen, weil das war so das Spiel, was mich so wieder so richtig zu Brettspielen gebracht hat, wo ich sage so, oh ja, das ist, ich steige in dieses Rabbit Hole und erkunde mal die Brettspielwelt. Und das hat mich dazu wieder gebracht. Deswegen wäre es bei mir ganz schön clever gewesen. Ja, voll verständlich. Also, ja, ist halt auch ein sehr gutes Spiel, muss man sagen. Ja,
Hast du sonst noch eins, was du jetzt unbedingt noch mit aufnehmen würdest? Weil ich wäre tatsächlich durch mit meiner Liste und dann müsste man, ich weiß nicht, ob ich habe jetzt nicht mitgezählt, aber wahrscheinlich landen wir dann so bei ja, 10, 15 bis 20 verschiedenen Spielen, die wir dann jetzt gerade alle mit drin Also haben. Das bei ist ja mir auch wäre noch schon eine eins kleine sozusagen Sammlung. da. Also ein letztes, ein ganz, ganz tolles Spiel, was jetzt in letzter Zeit sehr oft auf den Tisch kam und sehr viel Spaß gemacht hat und wo ich auch sage, da spiele ich auch sehr oft die Erweiterung, und wechsle die auch mal wieder durch. Und am besten zu zweit spielbar, meiner Meinung nach. Es ist ein Hidden Okay, Movement warte. Game. Warte. Hidden Ja? Movement. Scotland Ja. Yard. Nein. Nein. Hidden Ah, Movement, ich ja? weiß, ich weiß, ich weiß. Ja, ich weiß. Terrorscape. Na Ganz genau. klar. Also wirklich ein ganz, ganz tolles Spiel, wo einer den Mörder spielt, die anderen sozusagen die Überlebenden. Ich finde es zu zweit am besten, weil wenn du es zu viert oder zu dritt spielst, wenn dann so bei den Überlebenden, man muss sich absprechen, man muss gucken, wer wie irgendwie geht und dann sitzt der Mörder auf der anderen Seite und wartet und guckt und dann müssen die irgendwie versuchen, sich heimlich abzusprechen. Man hat zwar den Sichtschirm, aber ich finde, wenn man das sozusagen eins gegen eins spielt, als sozusagen Duell, funktioniert das viel besser, viel flüssiger. Die Runden gehen Ja. schneller vorbei, du fängst die nächste Runde an und wie gesagt, deswegen auch die ganzen Erweiterungen, wo man sagt, das sind mal wirklich Erweiterungen. Jetzt spiele ich mal einen anderen Killer. Jetzt spiele ich mal einen anderen Überlebenden oder mische die Überlebenden nochmal durch. Und dadurch, dass diese unterschiedlichen Mörder und Überlebenden sozusagen in den einzelnen Erweiterungen sind und neue Karten, macht es das so, so breit und wirklich so viele Ideen, die da wirklich drin sind, wo man sagt, auch so, ich gucke auch ganz gerne mal Horrorfilme oder spiele mal Horrorspiele, wo man auch sagt, so, oh ja, den Killer. Den kenne ich schon aus dem und dem Horrorspiel oder aus dem und dem Horrorfilm. Das ist so, so ein bisschen ikonisch. Die werden halt nicht so genannt wie in den einzelnen Horrorspielen, aber man weiß, wer ungefähr damit gemeint ist. Ja, das Texas Chainsaw Massacre, kann ich nur Was? sagen. Hä? Ja. Ja, das stimmt. Ich glaube, ich habe Terrorscape nicht mit aufgenommen, weil die Packung so groß ist oder weil man da so viel Platz für braucht. Das Aber ja, stimmt. voll, voll geiles Game. Mega, mega Spiel, ich liebe es auch. Es ist super. Und ich habe auch gehört, Season 2 wird nochmal richtig cool. Die bringen ja eine Season 2 mit Sci-Fi-Setting, habe ich gehört. Da Da könnten freue ich so mich ein auch schon paar drauf. Aliens auf uns lauern. Ich bin sehr gespannt drauf. Auch ich bin auch sehr gespannt, was die da mit dem Wiederaufbau dann aussieht. Ich finde das Haus ja auch so cool, was in der Mitte des Tisches steht. Und wenn, ich weiß nicht, ob sie dann irgendwie eine Raumstation da bauen Ja, oder wie wahrscheinlich, das dann ne? aussieht, da bin ich sehr gespannt drauf, was für Änderungen es da gibt. Ich weiß nur, dass da ja sowas geplant ist, dass sie da auch demnächst dann irgendwie mal was releasen werden. Ja, da habe ich derbe Bock drauf und da freue ich mich auch drauf. Ja. Ja, cooles Teil. Okay, ich glaube, dann haben wir doch eine ganz gute, auf jeden Fall zum Beispiel eine ganz gute kleine Liste zusammengestellt mit Spielen. Das war jetzt, weiß nicht, ich habe nicht mitgezählt, wie gesagt, 15 bis 20 oder so. Falls ihr Ja. mitgezählt habt, schreibt es mal in die Comments. Dann. Und jetzt aber die Frage, sind wir denn zufrieden mit diesen Spielen? Ne? Also, wenn du jetzt nochmal zurückdenkst, was haben wir alles so genannt? So ein bisschen, wärst du jetzt zufrieden und würdest du sagen, ja, so eine kleine Sammlung, das geht? Oder sagst du, nee, da fehlen jetzt noch mindestens 20 Games und nee, so eine kleine Sammlung, das funktioniert nicht, haben noch längst nicht alles abgedeckt. Quasi sozusagen das Fazit der Anfangsfrage. Ist es jetzt so möglich? Bist du zufrieden? Also ich glaube, mit den Spielen, die wir da haben, können wir locker ein Jahr lang uns super beschäftigen, ohne dass uns langweilig wird. Ich glaube, Aber das heißt, irgendwann, wenn ich... Du würdest sie nach einem Jahr wieder austauschen, oder was? Die Ich würde, Sammlung? also vielleicht ein bisschen rotieren. Also meine rotierende Einjahressammlung, weißt du? So würde ich das machen. Okay. Das waren, ja, aber ich glaube, ja, die 10 Spiele sind gut oder 15 Spiele oder 20 Spiele, wenn wir jetzt unsere beiden zusammennehmen. Aber ich glaube, es gibt noch so ein, zwei Titel, wo man sagt so, ah, schade, die vermisse ich vielleicht, dass die nicht in der Sammlung sind. Aber du hast recht, ich glaube, mit wenig Spielen kommt man auch gut zurecht und man schätzt die Spiele dann noch ein bisschen mehr.
weil man sie dann auch öfter spielt, bessere Taktiken macht und da wirklich auch noch ein bisschen tiefer drin ist. So würde ich das, glaube ich, unterschreiben. Ja, ich auch. Also ich glaube, das passt. Ich finde diese Idee mit dem Rotieren nicht schlecht. Also man könnte ja sagen, man tauscht 50% der Spiele so unterjährig aus, wenn man die irgendwie auf einigermaßen gut los wird, sage ich mal. Und dann holt man sich wieder 15, also oder sagen wir mal, irgendwie 10 neue unterjährig. Aber es ist halt schon, ich glaube schon, es kommt voll auf den Geschmack drauf an. Also wir spielen, mal abgesehen von den Deduktionsspielen, ja auch viel gleiche Sachen. Und ich kann mir aber vorstellen, dass so das, was wir jetzt genannt haben, für Leute, die vielleicht viel Area Control oder so spielen oder vieles Kampagnen-Games, so wir haben kein riesiges Kampagnenspiel jetzt genannt, wir haben kein Stimmt. Area Control genannt, wir haben kein Flick-Spiel genannt. Na, es gibt so viele Arten von Spielen, die natürlich jetzt nicht in der Sammlung sind, mit der Sammlung, die wir jetzt quasi zusammengestellt haben, dass das ja sehr unterschiedlich sein kann. Aber ich glaube schon auch, dass man für seinen Geschmack diese so 20 Spiele findet und nicht nur für seinen Geschmack, sondern auch vielleicht für den Geschmack der Freunde, ne, mit denen man natürlich dann irgendwie auch das spielen will, dass dann 20 Spiele ausreichen. Und ich glaube, damit kann man tatsächlich sehr zufrieden sein. Und ich glaube auch, wenn ich jetzt, wenn wir, also wenn ich jetzt nicht YouTube machen würde oder du vielleicht auch nicht Instagram oder hier bei Boardgame Hunter dabei wärst, dann würden wir wahrscheinlich, also die Frage, würden wir dann trotzdem so eine große Sammlung haben? Also ich glaube, ich persönlich würde nicht so eine große Sammlung haben, wenn ich nur es auf Spielen beschränken würde, wenn ich keine Videos machen würde. Das ist schon auch ein Grund, warum es natürlich ein bisschen aufgeblähter ist und warum auch die Rotation einfach ein bisschen höher ist. So. Was, weil, wie wir es schon am Anfang gesagt haben, man spielt ja denn doch schon, man will viele Neuheiten haben, weil man darüber natürlich auch berichtet, und das so ein bisschen auch Ja. vorstellt, damit man so ein bisschen den Leuten zeigt, was von den ganzen Neuheiten ist das, wo man wirklich sein Auge drauf werfen sollte, was sehr, sehr gut ist und was ist eher so Ja. nicht so ganz, Ja. was ist nur gut in Anführungsstrichen, aber nicht gut genug für die Sammlung beispielsweise. Deswegen diese ganzen Neuheiten, da bist du ja ganz viel mit dem Kanal natürlich, dass du sagst, okay, ich gucke mir das alles an, damit man so eine Meinung und so einen Eindruck mal ein bisschen hat von den Spielen. Damit Leute, die sagen, ich habe nur eine kleine Sammlung, dann ein bisschen mehr auswählen können und sagen können, okay, denn das eher nicht, aber dafür das andere Spiel, weil man dann so bei dieser kleinen Sammlung ist. Aber was du sagtest, ich glaube auch, ne, wenn wir das alles nicht machen mit Instagram und mit YouTube und dass man dann sagt, okay, man trifft sich immer wieder in der regelmäßigen Runde mit großen Sammlungen, ich glaube, dann wären unsere Sammlungen auch wesentlich kleiner. Also ich denke, dann Ja, wären wir so ja. knapp Richtung 100 und nicht bei 200 oder 300 oder 400, sondern gerade so eben vielleicht Richtung 100, aber vielleicht auch eher bei 50. Ne? Weil man dann Auf auch jeden Fall. vielleicht guckt, was hat der andere in der Sammlung, dann muss ich mir das nicht doppelt kaufen, weil wir sind sozusagen, wenn wir es nur privat machen, spielen wir eh dann nur zusammen und dann kann der eine Terrorscape haben, der andere hat Brass. Der nächste hat hier Great Western Trail und dann müssen wir das Spiel nicht drei oder viermal in der Sammlung haben, gefühlt. Ne? Ja, das stimmt. Das ist ja auch, ja, wir haben tatsächlich viele Spiele auch einfach doppelt. So Ja. ist halt einfach so, ja, das stimmt. Ja, okay. Also ich glaube, das war doch eigentlich ein ganz guter Abschluss dann für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch auf jeden Fall gefallen. Lasst auf jeden Fall mal ein paar Feedbacks, ob ihr quasi ja Bock auf solche Talk-Formate habt, wie euch das Video gefallen hat, hier mit uns beiden. Und lasst auf jeden Fall auch einen Kommentar, was wir jetzt vergessen haben an Spielen. Also, welche Spiele würdet ihr denn in der Sammlung haben wollen, wenn ihr ja nur eine kleine Sammlung haben könnt? Oder vielleicht entscheidet ihr euch oder habt euch entschieden, eine kleine Sammlung zu haben. Welche Spiele sind da drin, die ihr auch hoch und runter spielt, die ihr abfeiert? Bin ich sehr gespannt darauf, was bei euch so eure Perlen sind. Ja, sind wir sehr gespannt drauf. Und ja, ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, gebt doch gerne einen Daumen nach oben. Lasst auf jeden Fall ein Abo da, wie immer. Und ja, ich glaube, dann verabschieden wir uns, oder? Ja, das hat sehr viel Spaß gemacht, dass ich heute dabei war. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal in der neuen Folge dann hoffentlich. Und ja, wenn ihr jetzt noch ein bisschen Zeit habt, schaut doch gerne noch ein Video. Wir hätten hier zwei Vorschläge. Hier oben ist ein Video, was ihr euch angucken könnt, oder hier unten ein Video. Schaut einfach mal rein und ansonsten schaut auf jeden Fall auf dem Kanal. Stöbert ein bisschen. Ganz viele Brettspielvideos erwarten euch. Und dann würden wir uns freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin sagen wir ciao. Ciao.